Kaffee ist mir eine Kleinigkeit angefallen, weil ich ja Zeit brauche. Also ich war mal irgendwo, wo man lustig bespaßt wird von Schauspielern und Menschen auf eine sehr gruselige Art und Weise. Und ich habe mir natürlich den Spaß, dann noch mit Katzenohren reinzugehen. Und er spricht mich dann so an, weil da wird man auch ein bisschen so interaktiv mit eingebaut. Er so, Hundemädchen! Und ich dann so, ich bin eine Katze. Und er so, egal, ich steck beides, wenn es nass ist. Ne? Macht der hier auch. Frau, wenn ihr das mitbekommen, das ist in Ordnung so. Werbung! Wir kommen zur Werbung! Auf diesen Whopper können Sie kaufen, Burger King. Burger King, weil ich mir wert bin. Auf der Bahnwahl dann Richtung McDonalds. Nicht ersticken, bitte. Ich hoffe, du hast keinen Böse gegessen. Er wird rot im Gesicht. Ich hoffe, die Seite ist in der Nähe. Gut. War die 4, oder? Jo. Ich war nochmal gut. Ich habe gelernt, danach kommt die 5. Cool, echt? Ja, ich hab mit 4 gehabt, aber ich glaube, das kriegt noch hin. Nächstes kommt die Startnummer 5. Minatus aus Naruto und CC aus Code Geass. Applaus! Applaus! Was will ich denn hier? Ich dachte, nach dem Tod kommt irgendwas Schwarzes oder so. Lelouch? Boah, wer bist du denn? Wow, das kann ich dich auch fragen. Ich bin eine hübsche Lady. Ja. Hast du dich vielleicht Lelouch gesehen? Ist Lelouch vielleicht schwul oder so? Also, Lelouch ist auch schwul. Traurig. Hast du wenigstens Pizza? Was ist Pizza? Brot? Belag? Käse? Was essen? Ja. Ja, nein. Toll. Aber warum kaufte dir keiner? Weil Lelouch mir welche bringen wollte. Bringt er mir auch welche? Nee. Gemein. Ja. Ja. Warum nicht? Weil du hast uns kein Geld gegeben und ja. Ja, also ich habe auch gar kein Geld dabei. Also ich glaube auch nicht, dass ich hier mit etwas anfangen kann. Ja, Pizza ist teuer. Pizza hat, ich dachte, die wäre von Mc's oder so. Mc's hat keine Pizza. Nein. Ich bin bevor ich von euch was euer Applaus angeht, ne? Euren Applaus hier, ne? Also wenn ihr so... Heute Abend, 23 Uhr Konluda, ja, von den Flüssigkeiten auf der Bühne. Wir werden Plastik vorher auf die Bühne spannen. Somit kann diese... Schlammketchen! Richtig, da wollte ich hinaus, wir wollen ein Schlammketchen machen. Ja. Ja, hier würde ich sagen, obwohl ich dann eher dort unten werde oder hier oben mal gucken und mir die nackten Tatsachen ansehen werde. Also, er kommt bitte reichlich. Bitte? Ja, ich nehme es zurück, der Schein ist gut, der Flüssigkeit hier ist. Ja, wir kommen leider auch schon wieder zur... Ja, darauf wollte ich gerade hinaus. Genau. Wir brauchen noch Teilnehmer, weil ich etwas zu sehen haben möchte.
Und Piro möchte auch was gesehen haben und alle anderen auch, die heute Abend 23 Uhr, ich glaube 23 Uhr war, nicht, 23 Uhr Konluder. Und deswegen meldet euch bitte reichlich an, unten am Infostand im Eingangsbereich, die Regeln sind da auch nochmal aufgelistet. Wir müssen wirklich grundsätzlich blank ziehen, sehr unlangweilig. Nein. Und auch nicht, aber, ne? Ihr müsst nicht abtrippen, also nicht weg der Sache. Ihr müsst uns auch nicht bestechen. Aber ihr könnt es gern tun, ne? Freuen sich die Jury-Teilnehmer immer sehr, sehr super. Ja. Also, wie gesagt, kommt zum Konluder. Und meldet euch vor allem an. Ja, Männlein und Weiblein dürfen übrigens. Das ist keine einseitige Veranstaltung. Ja, das war 18. So, richtig. Gut. Wir kommen auch leider schon wieder zu unserer letzten Startnummer. Oh. Anmeldung! Ja, es hätten sich mehr anmelden müssen. Die Startnummer 6. Kass. Aus. Willst du, soll ich beide? Ich fange einfach an, sonst geht's nicht. Aus Bacon Kratos. Ja, nein. Und